Jetzt willkommen, meine Damen und Herren, zu Hades 2. Hades 1 fand ich unglaublich toll, wie ganz, ganz viele von euch. Und ich möchte kurz meinen Ersteindruck vom zweiten Teil gehen. Ich habe überhaupt nicht gespielt, quasi nur eine halbe Stunde. Also absolutes Beginning. Es ist immer noch wie früher, das heißt, zu Beginn kriegst du randomly von einem Gott eine Erweiterung. Für alle, die Hades 1 nicht gespielt haben, spielt Hades 1. Das ist really, really good. Das hier ist jetzt Gott der Meere. Und dann kannst du eine Wasserattacke machen. Deine Angriffe lösen eine Woge hinter den Ziel aus, die andere Gegner zurückstößt. Schaden der Woge sind 15. Wellentuch. Deine Spezialitäten lösen eine Woge hinter deinem Ziel aus, die andere Gegner wegstößt. Deine Bannkreise explodieren sofort, fügen Gegner Schaden zu und stoßen sie zurück. Schaden durch Omega-Bannkreise, also wenn wir sie aufgeladen haben, wäre 100. Ich bin tatsächlich kein großer Fan hiervon. Ist halt ganz cool für AOE, aber das ist weniger relevant, glaube ich. Aber das ist auch sehr teuer. Schaden der Woge. Nehmen wir jetzt Schaden der Woge mit und nutzen unsere Ult als Ding. Hier habe ich so eine, ich habe eine Spitzacke geholt. Das heißt, ich kann jetzt hier sowas abbauen. Außerdem habe ich geskillt, dass mein Spell einsetze, dann kann ich die, ist die Zeit kurz ein bisschen langsamer. Was natürlich angenehm ist. Gibt ja so ein bisschen Story-Elemente. Ansonsten fühlt es sich halt brutal smooth an. Kriegen jetzt hier unser Mana wieder. Nice. Und es ist immer noch so, dass man halt unterschiedliche Tore hat und sich dann entscheiden muss. Also weiß nicht. Habe ich da jetzt eine Woge gesehen? Ich hatte eben Frost. Das war sehr cool. Feuer hatte ich eben auch. Das war auch sehr, sehr nice. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Ja, das ist halt eben dieser Spell. Ich kann den aufladen, dann wird er hier zu dieser Kugel. Das ist deutlich angenehmer, weil der AOE-Schaden macht. Kostet allerdings natürlich auch Mana. Oh mein Gott, ich habe HP verloren. Kannst du nur so dumm sein? Das ist der Dicke, mit dem wir uns in unserem Ding später besser machen können. Was ist das hier? Das ist ein Upgrade auf eine Fähigkeit. Finde ich jetzt aber nicht so spannend. Wir nehmen das. Ich weiß nicht mehr genau. Artefakte oder so war das, ne? Ja, die Dinger sind einfach nur nervig, die drehen sich im Kreis, aber die haben basically gar keine Range. Also später kommen die natürlich dann mit anderen Units zusammen, da wird es unangenehmer. Aber noch hier fühlt sich das alles sehr, sehr angenehm an. Spieler introduced das auch recht angenehm, ne? Also ich habe jetzt wirklich, keine Ahnung, 20 Minuten gespielt und habe trotzdem das Gefühl, die meisten Gegner schon zu verstehen. Den hier kann ich zum Beispiel staggern, ne, da macht ja gar nichts. Ein Hammer! Oh, okay. Hammer ist da, kann einfache Waffen schmieden, kann die Waffen der Nacht schärfen. Es braucht ein Talent, das selbst die Götter übertrifft. Wenn ein Gegner mit deinem Super-Auto-Attack war, stellst du 5 Leben wieder. Oh, krass. Dein Spinnergriff trifft einen weiteren Bereich, zerstört 60% der Rüstungen. Dein Kuhangriff fügt 70% Schaden zu und trifft auch seitwärts. Ja, das ist natürlich so ganz geil. Boah, aber das raff ich nicht. Ne? Das ist der Super-Angriff. Okay, nehmen wir mal den Sportangriff. Das ist nämlich der hier. Der nimmt jetzt Rüstung runter. Habe ich abbauen verpasst eben? Sorry, wenn es so ist. Ja. Hier, ne, kann man wieder auswählen, was man haben will. Ja, aber ein bisschen Probleme mit dem Sportangriff, ne? Aha. Okay, also er geht natürlich nur, wenn ich Sport abhab. Das ist schon absolut sinnvoll so. Aber er nimmt halt Rüstung runter, was tatsächlich das Spiel auch more or less direkt belohnt, indem es mir Gegner mit Rüstung schickt. Ich habe trotzdem Schaden bekommen, das sollte ich natürlich nie machen. Was ist das hier? Ah, das ist wieder Wasser, ne? Oh, ich habe gar keinen Bock auf Wasser. Nee, wir werden tankiger. Okay, aber jetzt mal ernsthaft. Ich hatte bis jetzt basically gar keine Gegner mit Rüstung. Und jetzt sind sie ständig hier. Man könnte meinen, ich habe das Spiel outplayed, aber ich habe das Gefühl, dass das Spiel mir auch einfach mitteilen will, dass es Gegner mit Rüstung gibt. Och nee.
Aber es ist natürlich cool, ne? Sport Attack ab und zu mal einzusetzen, dadurch die Rüstung der Gegner zu reduzieren. Das fühlt sich schon sehr nett an. Ich glaube, ich kriege auch irgendwie ein ganz klein bisschen was. Oh, was ist das? Sprechende Hände. Wie viel Gold habe ich? 80, ist nicht so viel, ne? Färb die Seele, spül sie auf. Okay, also irgendwie... Okay, ist ein bisschen creepy. Ah, du bist... Was musst du denn hier? Außer meiner letzte Zutat-Tabe natürlich. Mach dir nichts aus, du kleines Dusseltier. Feine Seide ist jederzeit spinnen, aber dich selten nur sehen. Oh. Wirklich? Lass dich mal machen. Schließlich musst du weiter. Aber zuerst musst du eins meiner Gewänder anprobieren. Keine Sorge, falls es kaputt geht. Ich habe noch viel mehr davon auf Lager. Blickst ein Gewand mit 40 Rüstung an, das pro Sekunde 5-mal... What? Das ist ja crazy. Reden wir nicht drüber. Die hat ja alles so schön geschmückt. Ich will gar nichts kaputt machen. Das ist ja crazy. Nur solange du die Armor hast. Oh, das heißt, wenn ich 40 Damage habe, sind sie weg. I mean, can I get it? Und ich darf auch noch abholzen. Sehr nice. Ja, ich erinnere mich, ich gab früher... Achso, links ist Max Mana. Rechts ist ein Bossfight. Aber mit so einem super Upgrade. Wir probieren den Bossfight. Ich meine, warum nicht? Naja, Gegenargumente wäre, ich bin bad. Ja, den Boss habe ich tatsächlich eben schon mal gelegt. Kann tatsächlich schwer einschätzen. Wie viel Damage ich habe. Oh, ich muss die Jump Attack einsetzen. Da war sie. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin wirklich dumm, ne? Okay, ganz schön viel Schaden. Ich hätte mir einfach den ganzen Spaß hier sparen können. Weil ich ja einen Rüstungsdenier habe. Wait, kann ich die staggern? Oh Mann. Habe ich meine Rüstung schon verloren? Nee, aber 16 Damage. Okay, da war so ein Pfeil drauf. Göttchen der Flammen, ein gemütlich Küsser des Herdfeuers, RKZ, aber manchmal bereut man das mehr. Du stellst Rasat Mana wieder her und verfügst aber über 20% weniger. Nee, das brauche ich nicht. Dein Sprint zerstört die Geschosse der Fernangriffe. Du hältst einen Bankkreis gedrückt, um ein Spiel. Du hältst deinen Bankkreis gedrückt, um ein gezieltes Explosion abzufeuern. Ja, machen wir mal. Ach du Scheiße. Okay, aber ich krieg ja übel viel Mana über die Rüstung wieder her. Das heißt, in der Theorie ist das gut. Junge, ich bin einfach ein kompletter Mage. Oh, kann ich irgendwo dran stecken bleiben? Ja, das müssen wir jetzt leider ein bisschen trainieren. Oh, ja, doch. Dagegen wirkt die Woge jetzt dann doch sehr lame. Ah ja, ich mach so einen Feuerball. Mhm, mhm. Okay. Ja, wenn das noch ein bisschen mehr Damage hat. Das ist natürlich jetzt alles sehr risky, weil ich... Obviously, dass kein Stück das Mana dafür habe, sondern nur wegen dieser geilen Rüstung, die nur auf 24 tankt. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht zu viel von unserem Bild da draufsetzen. Aber ich fühle mich schon als... Wäre ich hier der krasseste Mage der Welt.
Boah. Schaden kriegen jetzt richtig doofes Gefühl. Nein, da war Schaden. Ja, die Explosion ist cool. Aber der Schaden ist halt viel zu gering, ne? Es ist einmal ein Bannkreis. Ich glaube, die können sich da noch nicht wegbewegen. Ehrlicherweise habe ich den Bannkreis noch nicht so ganz gerafft, aber wird schon. Ja, dann nehmen wir das hier mit, weil da können wir den upgraden. Nein, warum renne ich da rein? Ja, der Damage, der ist ein kleines Problem. Alter. Okay. Also ich krieg's immer besser hin. Aber ich bin ehrlich, ist schon doof, weil ich einfach nur noch 10 dieser Rüstung habe. Ich würde gerne die Rüstung verbessern. Aber die kriege ich wahrscheinlich auch nur einmal. Wenn ich jetzt angeln hätte, könnte ich hier garantiert angeln. Oh, das wird keiner eklig. Okay, ich muss den Bannkreis quasi immer so machen, dass die nicht moven können. Also ich muss mit dem Bannkreis spielen. Das ist zum Beispiel jetzt kein so guter gewesen. Aber der ist jetzt wieder ganz solid. Ja, fühlt sich geil an. Ich spiele einfach Hades, aber ich bin Mage. Shop. Vielleicht gibt es beim Shop irgendwie einen Rüstungsmacher. Hey, was geht ab? Warum leuchtet das so giga krass? Der Bunker ist bald auf viel Schaden, wenn er explodiert, bevor er weggeht. Das schaffe ich so, ne? Na gut. Ah, ich hätte erst das rechts nehmen sollen, um mehr Ideen zu haben. Aber... Gott des Lichts! Wir haben das Glück, dass der Färmer der Unterwelt seine Geschäfte auch in Krisenzeiten bewältigt. Nachdem dein Bannkreis erlischt, fügt er 2 Sekunden lang Schaden in seinen Wirkungsbereich zu. Das ist es, ne? Also, wir gehen einfach komplett auf Bannkreis. Und jetzt gucken wir mal. Also, eben habe ich hier komplett versagt bei dem Boss. Das ist quasi meine Ausbilderin. Die allerdings scheinbar extrem viel Spaß daran hat, mich auf die Fresse zu hauen. Problem ist, ich darf leider auch keinen Schaden von der kriegen.
Weil ich ja ansonsten meine Rüstung verliere. Ja, das ist ein Scheißwinkel, ne? Nee, nicht das. Ah, das ist doch scheiße. Was bist du denn? Wie? Was ist das denn? Ich will nicht verflucht sein. Nein, ich habe nur noch 5 HP, bevor ich diesen Insane Mana Rack nicht mehr habe. Ah, es ist stressig. Kriegt ihr erst Schaden, wenn ich die alle gekillt habe? Ja, ich lerne schnell, du dumme Kuh. Okay, das kenne ich nicht. Krieg Damage! Let's go! Okay, das war wichtig, weil wir haben jetzt noch 5 auf unserem Schild. Du hast mit Sorgfalt entschlossen gekämpft, doch gewisse Dienstsätze Erdbeeren noch viel für dich zu lernen. Ich penne darauf, Meisterin. Nein, ich wage es nicht, allzu weit von unserem Domizil zu entfernen. Fahre nur mit deiner Aufgabe fort. Wie hab dann... Die hat gerade versucht, dich zu killen. Ich habe die Prüfung bestanden. Okay, ich bin diesen Lied zufrieden. Das war jetzt im Second Try. Aber ich muss sagen, diese Rüstung fühlt sich auch sehr OP an. Also vor allem, ne, das ist ja das Schöne auch generell an Hades, dass du so gefühlt so unendliche Optionen hast. Ja, ich hab volles Leben. Ja, klar. Trinke aus dem Brunnen. Weiß nicht warum. Achso, das Spiel will einen dran erinnern, falls man nicht volle HP hat, ne? Aha. Test. Wir wissen, ob die explodieren können. Ne. Nun gut. Oh! Oh! Oh. Du bist ganz schön weit von zu Hause weg, Vegas. Hier geht's also um Action. Ich dachte, da wärst du sonst nicht so dabei. Ist nicht alles nach Plan verlaufen, Iris. Iris. Du hast immer noch so eilig. Ich will dich ja nicht aufhalten, aber lass doch mal zusammen abhängen, ja? Wie wär's damit jetzt, dass wir einen Film schauen? Ah ja, noch eine Sache. Segen der Zwietracht. Was hat sie mit mir gemacht? Wir wissen es nicht. Kann ich's nachschauen? Boss, wenn du 5 HP taken geschafft, Respekt, Dankeschön. Ich kenne dich nicht und ich will nicht, dass du mir wehtust, okay? Boah.
Jo, das Problem ist, mein ganzer Bild kollapst ja gleich, wenn ich noch 5 Schaden krieg. Weil das kann ja... Wait. Warum wird das geblockt? Weil das kann ich ja manamäßig niemals finanzieren. Okay. Kann ich ihn staggern? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich muss halt jetzt leider sehr, sehr safe spielen. Okay. Das hat gut funktioniert. Ich habe leider immer noch keine, nichts dabei, womit ich tauchen kann oder so. Ja, ich wüsste gerade, was die mir für ein... Boah. Es ist sogar, dass die Zeit kurz stehen bleibt, damit ich zumindest mal kurz auf mich klarkommen darf. Oh, die bounce wie eine Six-Ult. Kann ich nicht... Okay, das Leben wäre so viel chilliger, wenn ich nicht gar keinen Schaden kriegen dürfte. Oh, oh. Okay. Vielleicht nicht der Moment, sowas aufzusammeln. Nee, finde ich ultra stressig. Bin ich ehrlich. Also. Oh, da kann ich auch abbauen. Geil. Okay, was... Ja, wie viel Gold habe ich? 200. Junge, Junge, Junge. Okay. Okay, also eben waren das so 2, da dachte man sich noch, oh ja, die sind ja gar kein Problem. Nein! Okay, mein Bild ist collapsed. Wir haben 5 Schaden bekommen. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie ich Mana wieder herstelle. Ich weiß aber, dass die Schaden machen, wenn sie explodieren. Good to know. Ja, müssen wir, ne? 20% weniger Max-Safe. Das heißt, Max-Safe nehmen ist auch schlechter. Ja, wir probieren es einfach noch einmal. Man könnte zumindest die... das war schon geslowt, oder was? Wo ist denn der Boss? Da? Okay. Ja, schwierig. What? Okay, es ist also ein Check meiner Movement-Fähigkeiten und wie gut ich Dinge erkennen kann, auch wenn sie rot sind. Und auch ein Damage-Check, wie schnell man die kleinen Dinger besiegen kann.
Aber ich habe insanen Schaden. Okay. Scheiße. 8 HP ist echt nicht viel. Na gut. Olymp, ich nehme diese Botschaft an. Zählt das auch? Ah. Ja, komm. Ja, aber mein Damage. Hoffentlich wird Gold ein bisschen billiger. Warum habe ich 3 Schaden bekommen? Oh mein Gott! Oh, nicht schon wieder die heißen Quellen. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ah, ich hab noch 5 HP. Okay, nee, ist gar kein Problem. Ich finde das völlig chillig. Okay, wir haben 5 HP, es ist kein Problem. Ja, ich dachte, wenn die Bandkreise größer wären, hat es nicht so viel Vorteile, aber es hätte insane Vorteile gehabt, weil ich ja... Wait, warum leuchtest du so rot? Well, good to fucking know. Entschuldigung, ich würde gerne chillen. Oh nee, das ist... Oh mein Gott, aber jetzt so ein gutes Game, ne? Holy shit. Ja, das bei den Bankreisen wäre so viel besser gewesen, das nicht zu nehmen, war so ein Giga-Int. Ich dachte mir so, hey, meine Bankreisen machen mir gar keinen Schaden. Und aus irgendwelchen Gründen war ich nicht dabei. Aber der Tod war glorreich. In einem verwundeten Dickicht am Rande der Unterwelt, das sich kaum mit Mondschrei zu verirren wagt, pirschte sich eine junge, vergessene Prinzessin in der Nacht in ihre Beute heran. Auf die Plätze, fertig, los! Hypnos ist am Pennen. Das ist ein Rückblick. Wo kann sie nur sein? Die scharfsinnige Prinzessin entdeckte eine Spur und schlussfolgerte, dass ihre Widersachen vor nicht allzu langer Zeit den staubigen Boden geschritten haben müsste. Wie soll ich denn fragen, wenn du das alles machst, was ich rausposaune? Keine Ahnung. Das, ja, ich finde die Story ist cool. Im Murder Exist soll das Endergebnis tatsächlich nicht dasselbe sein. Habe ich dich. Aha, du hast mich ertappt. Doch ich wette, ich habe den Fang dennoch entfliehen. Ey, das ist cheap. Ich spiele scheinbar Fangen jetzt hauptberuflich. Nicht die kleinen Götter, wenn du genau hinguckst, siehst du bestimmt einen spitzen Hut hervorluken. Du Ei? Suna, einen spitzen Hut. Twitch Chat? Ich würde das gerne storymäßig natürlich noch mit reinnehmen, weil das eigentlich diese süßen kleinen Elemente sind. Aber vielleicht habe ich auch meinen Bildschirm nicht hell genug gestellt.
Na. Fertig, du bist. Gib auf, denn Hexe, Titanin, ich kann und ich werde es. Okay, wir müssen noch ein letztes Mal suchen. Tomaten auf den Augen. Ey. Es ist nichts. Ich habe noch nie zuvor lachen hören. Der Klang erinnert mich an deine Mutter. Dein Lachen ist viel schöner als dein Weinen. Ich spreche nicht mehr zu weinen. Manchmal bin ich immer noch traurig, aber nicht mehr so oft. Versprich mir nichts, was du nicht halten kannst. Wenn die Tränen kommen, dann lass sie fließen. Sie sind nicht so kostbar, dass sie versteckt werden müssen. Aber du weinst nie. Hikate, ich will auch so stark sein wie du. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dich darauf vorzubereiten, damit du triumphierst, wo ich versagt habe. Wenn du nicht auf deiner Familie willst, dann wegen deines Erbes als Prinzessin der Unterwelt. Sorge dich nicht um meinen eigenen Schmerz, nicht um deinen, sondern um meinen. Nee, irgendwie andersrum. Kronos zu vernichten wird die Vergangenheit nicht ändern. Der Schmerz wird bleiben, auch wenn er mit deinem Alter verblasst. Doch genug davon, morgen bringe ich dir bei, größere Beute zu jagen. Das ist ein kleiner Rückblick, so wird ein bisschen die Story erzählt. Im Early Access werdet ihr nicht das Finale Finish der Story sehen. Aber wie auch in Hades 1 habt ihr oben natürlich jetzt auch Dinge, die ihr machen könnt. Relevant vor allem natürlich ne, die Buffs. Ich kenne euch ja, ne, ihr könnt einmal hier kochen. Nach Abschluss der Begegnung zu alle wertvollen Regeln in deiner Umgebung war. Fühlt sich toll an, nehmen wir mit. Dadurch ist es dann ein bisschen leichter, die Sachen mitzunehmen. Sowas ist ganz cool. Ihr könnt neue Waffen freischalten und die nutzen. Was natürlich dann auch nochmal den Widerspielwert deutlich vergrößert. Und ihr habt hier die Möglichkeit, so Buffs mitzunehmen. Wie zum Beispiel, du stellst pro Sekunde 2 Mana wieder her. Wäre eben ganz nice to have. Oder du beginnst die Nacht mit einer Todesverachtung. Todesverachtung fällt dein Lebenskopf auf 0, stellst du automatisch 40% deiner Lebenspunkte wieder. Und Mana auch. Die Nutzung pro Nacht ist begrenzt. Das heißt, das können wir mitnehmen. Um quasi einmal wiederzukommen. Deine Kuraktion fügen mit einer Chance von 3% kritischen Schaden zu. Das sind all diese Dinge, die möglich sind. Du fügst Gegner im Wirkungsbereich deines Bankreichs 20% mehr Schaden zu. Das wäre eben auch schon sehr sick gewesen. Ne? Nehmen wir jetzt hier mit. Und dann wird eine nächste Karte aufgedeckt. Also das ist alles sehr cool. Und dann hier unten hast du halt eben die neuen Waffen. Könnten jetzt zum Beispiel die... Wir haben jetzt bis jetzt den Hexenstab gehabt. Können aber jetzt eben auch die Schwesternklinge nehmen. Und hier sehen wir, was uns fehlt. Wir haben genug Silber, wir haben nicht genug Glut. Dann könnten wir das auch noch austauschen. Tafel des Friedens, besenkt die Einführungsschatten, gibt es so Wegkreuze, um größere Mengen zu erhalten. Anglerroute können wir uns noch nicht leisten. Allerdings halt eben das hier. Weiß ich genau, einsame Schatten und locke sie zu Wegkreuze, um größere Mengen zu erhalten. Ja, klar. Nehmen wir mit. Und dann passiert sowas hier und dann haben wir die Tafel des Fiends. Ja, für mich ein absoluter No-Brainer. Hades 1 war absolut überragend und Hades 2 ist aus meiner Sicht auch jetzt vom kurzen Anspielen absolut, absolut geil. Also gönnt es euch, ist kein Placement whatsoever. Aber ja, wenn ihr mehr von Hades sehen wollt, schreibt es mir doch in die Kommentare.